So, hallo. Das Team von Freizeitpark-Check und German Coaster sitzt hier neben dem Herrn Deckers, der heute die tolle Achterbahn Gold Rush eröffnet hat. Wir waren ja schon mal vor anderthalb Monaten hier, haben uns die Baustelle angeguckt und ich hätte damals wirklich nicht gedacht, dass das Ganze heute so perfekt und fertig thematisiert ist und alles fährt. Und ich kann nur gratulieren, Herr Deckers, also ist eine tolle Sache. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch für die erfolgreiche Eröffnung von Gold Rush. Ich bin jetzt heute das erste Mal hier in Schleckharren und es ist wirklich ein schöner Park. Tolle Thematisierung im Western-Style und jetzt die neue Attraktion Gold Rush macht wirklich was her. Und jetzt auch mal direkt meine erste Frage. Wieso Gold Rush? Wie kann man auf das Gold-Thema? Passt ja wirklich super zum Park. Ja, na erstmal auf meine Seite. Dankeschön, dass euch heute da seid hier. Freut uns richtig, auch die deutschen Fans von Schleckharren hier zu haben. Ja, Gold Rush, wir haben ein Thema gesucht. Wir haben sowieso natürlich unseren Wild West Story hier in Schleckharren. Und dann haben wir gesagt, ja, Gold Rush, wie kommen dann? Und dann haben wir die Geschichte aufgegriffen von James Marshall in 1848, der erste Mal Gold gefunden hat in Kalifornien. Das hat so eine Bewegung mit sich mitgebracht, dass alle Leute von Ostamerika zum Westen gingen, der Wild West da angefangen. Ja, dann haben wir gesagt, das ist so eine Rush, die Geschwindigkeit von dem Gold Rush, der Züge, das Ganze, ja, Härte vielleicht ein klein bisschen, das haben wir hier versucht nachzubauen, hier in der Story. Und das ist der Gold Rush geworden. Und es stimmt, Sie haben gerade gesagt, es ist anderthalb Monate her, war es noch eine richtige Baustelle. Glaub mir, wir haben bis gestern Abend spät, heute Nacht eigentlich oder sogar heute Morgen früh, die letzte Arbeit und die kleinen Details noch gemacht. Wir haben da die Pflasterarbeiten hier und da noch getan, die letzten Testfahrten mit TÜV und Gerstlau gemacht. Nichts anderes als Lob für die Kollegen von den beiden Firmen, dass sie alle uns so damit unterstützt haben. Wahnsinnig. Ja, toll. Sie hatten bei der Pressekonferenz zuvor gesagt, Sie haben eine Kapazitätserwartung von ungefähr 800 Leuten pro Stunde. Was ja ungefähr anderthalb Minuten bedeutet, ein- und ausladen und die Fahrt selber mit 50, 55 Sekunden. Wir sehen jetzt hier so alle paar Minuten Zug fahren. Das wird sich natürlich einspielen, keine Frage. Aber denken Sie wirklich, Sie schaffen das so in anderthalb Minuten, einen Zug abzufertigen? Naja, es muss. Theoretisch ist es möglich. So wie ein Eröffnungstag mit eingeladenen Gästen. Erste Mal, dass die Operator auch heute tatsächlich richtig los kunnen legen. Ist es etwas was langsamer. 800 wird vielleicht een schwierige Nummer sein, um das zu machen. Aber zwischen 700 und 800 sollte eigentlich locker müssen gehen. Aber sobald man irgendwann einen Stopp hat oder der Bügel muss wieder einmal offen oder jemand hat noch seine Person hat noch seine Tasche dabei oder vielleicht haben wir ein behinderte Person, die auch können mitfahren bei uns, ja, dann stoppt das natürlich schon dabei. Und ich muss auch sagen, vergesst nicht, wir sind ein Park, nicht so ein großes wie Millionen und Millionen Besucher haben. Der Looping hat auch so ungefähr 700 Kapazität pro Stunde gehabt. Und da sind wir eigentlich locker mit fertig gekommen dabei. Und ja, man kann natürlich der Track länger machen oder einen zweiten Zug sogar dazu zu packen. Aber dann habe ich lieber das gleiche Geld für einen zweiten Bahn dabei, statt das Geld damit reinzunehmen, wenn es nur vielleicht für 10 oder 15 Tagen tatsächlich ist, dass wir die extra Kapazität nutzen. Das ist eigentlich so der Geschichte dazu. Macht Sinn, ja. Und ich bin natürlich gespannt, wie das wird sein da. Ja. Ohne Frage. Okay. Ja, für unsere Zuschauer noch, die jetzt vielleicht die Baustelle nicht die ganze Zeit verfolgt haben, wie sind jetzt hier so die Kennzahlen? Wie lang ist die Strecke? Wie hoch? Wie schnell wird der Wagen hier beschleunigt? Gut, jetzt fange ich an. Hoch 33 Meter beim Höhepunkt. Der Geschwindigkeit 95 km pro Stunde. Der Track ist 400 Meter, aber durch den Triple Launch ist das Fahrlänge, um das so mal zu sagen, 620 Meter, was wieder in der Richtung von der ehemaligen Looping kommt. Wir haben einen Zug, fünf Reihen mit vier Sitzplätzen pro Reihe. Der Zug mit Gästen ist 9000 Kilo. Er ist schwarz und rot, aber das kann man sehen dabei. Ja, was noch mehr? Innerhalb 14 Monaten gebaut. Ja, wirklich eine Rekordleistung. Ja. Und jetzt, Sie haben schon gesagt, es ist jetzt der erste Triple Launch Coaster hier in den Niederlanden. Wie kamen Sie darauf, einen Multi-Launch Coaster zu bauen und vielleicht keinen anderen Achterbahntypen?
Ja, eigentlich, was ich immer angeschaut habe, wir müssen als Park muss man natürlich etwas Neues bringen. Nicht was zu vergleichbar ist mit anderen Parks in den Niederlanden oder in der Kernzielgruppe. Ich bin Fan von der Launch, das ist ein persönlicher Geschmack. Ja. Aber das ist immer schwierig, wenn man Chefgeschmack zum Parkgeschmack macht, weil es geht um unsere Gäste. Als Untersuchung kam es echt naar voren. Ik heb er schon mal een paar gedanken, wanneer ik nog eenmaal in Moviepark was, over de triple launch daarin. Ja, en dan addiert man alles zo samen. Dan hebben we dat met Gesslau abgestimmt. De plaats is 60 bij 60 meter. Dan heb ik gezegd, er moest unbedingt onder de monorail door. Er moest de triple launch hebben. Er moest 2-3 inversions hebben. En ja, een richtige bijs hebben. Een bis hebben, ik weet dat op Deutsch. Een bis weer een bis. En ik geloof dat we dat geschafft hebben. Okay, werden wir ja gleich erleben. Wir haben es nicht geschafft zu fahren, aber das steht gleich dann an. Dann würde ich mal schnell reingehen, weil es ist echt gleich um 2 geht es für das ganze Publikum offen und dann sollen wir schauen, ob der Kaffee steht reicht oder nicht. Sie sagten gerade, lieber Geld für 2 Attraktionen. Dann frage ich mal, was ist vielleicht fürs nächste geplant? Wird irgendetwas anderes dafür weichen müssen, wie auch hier ja eine Achterbahn weichen musste? Wenn, das ist tatsächlich ein sehr großer Wende, das ist nicht so konkret jetzt. Wir haben noch dieses Jahr hinter unserem Riesenrad haben wir 61 Buffalo-Lodges stehen, das sind die ältesten Lodges im Park. Das letzte Jahr, dass sie da sind, haben wir eine riesige Fläche hinter Riesenrad, was wir für zukünftige Entwicklung können nutzen. Klar habe ich immer meinen Gedanken dazu. Ich habe das schon irgendwann auch in einem Interview gesagt, aber das ist nur meine persönliche Sache, dass ich mal das wieder will entwickeln. Jetzt müssen wir Geld verdienen, ganz einfach. Wir haben auch noch 84 neue Lodges anbauen gleichzeitig in 11 Hektar Neuland. Und ich glaube, dass unseren spanischen Eigentümer auch nur zu sagen, Wouter, mach erstmal ein bisschen Geld für uns und dann weiter investieren. Aber morgen fange ich an mit das neue Spielchen, um das Geld in Richtung Schlagharen zu bekommen. Sorry, Kollegen in der Hauptgruppe. Ja, okay. Moviepark könnt ihr auch was gebrauchen. Ja, aber jetzt bin ich hier. Schon klar. Ja, noch eine Frage von mir. Der Hersteller ist ja jetzt Gerstlauer Rides. Ja? Es gibt ja mehrere Anbieter, die Multi-Launch-Coaster anbieten. Wieso Gerstlauer? Ja, es war ganz einfach. Wir haben natürlich ganz spät mit dem Projekt angefangen. Februar 2016. Viele Firmen waren auch schon ziemlich voll. Es waren eigentlich 2 Kandidaten, Gerstlauer oder Mack. Ja. Bei Mack würde sehr knapp sein. Da würde vielleicht die Deadline von heute nicht sein. Was nichts gegen Mack war, aber weil die so voll waren, hat vielleicht im Mai oder Juni geklappt. Aber ich möchte unbedingt Anfang Saison haben. Ja. Und dann war es in unseren Augen gleichwertig. Und so sind wir endlich bei Gerstlauer angekommen. Ich habe natürlich die Erfahrung mit Gerstlauer gehabt bei Van Helsing Factory, wie schnell und gut die können arbeiten. Tolle Bahn. Und die haben das auch geschafft. Macht Spaß, ist eine schöne Bahn. Ja. Das Ergebnis zeigt, es war pünktlich fertig alles. Ja. Sehr gut. Danke. Ja gut, dann geben wir den Nächsten eine Chance. Ja, es ist voller Interesse heute. Danke für das Verständnis dafür. Und wir danken ganz herzlich fürs Interview und freuen uns auf die Fahrt und toi 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 mit der Bahn. Viele Grüße. Ja. Aus Holland. Dankeschön. Ja. Ciao. We'll be right back.